Vor allem, was ich finde, es gibt viel zu wenig Punkte. Und Geld für die Mission. Geh weg, hau ab. Ich hoffe, dass ich hier reinkomme. Wenn wir Glück haben, wissen sie noch nicht, dass du die Springerstiefel an den Nagel gehängt hast. Setz einfach dein harmloses, dem System ergebenes Gesicht auf. Oh, und vergiss deine Uniform nicht. Oh, mach doch, was läufst du denn so doof? Dass ich einfach irgendwo reinkomme, das wäre noch nett. Ich laufe 100% in die falsche Richtung, 100%. Wenn wir die ganze Scheiße rumlaufen, nicht die Wette. Ich kenn's doch, wie sie ist. Habt ihr gesehen, ihr dürft den Wachen nicht zu nahe kommen. Ich gehe natürlich auf die Mauer und streife ihn direkt, oder? Aber ich glaube, ich habe Glück gehabt. Ich habe mich nicht verraten. Okay, einfach normal verhalten. Wo muss ich denn hin? Ich laufe jetzt mal hier weiter. Also, das war scheiße. Ich habe den genau gestreift, dass ich reinkam. Toll. Sieht super aus. Deine Ex-Kollegen werden dich nicht bemerken, wenn du sie nicht so genau hinschauen lässt. Ein tolles Gefühl. Das ist scheiße gemacht. Ich habe das gesehen schon wieder. Das finde ich jetzt echt doof. Da hast du ja fast keine Chance, Mann. Echt jetzt? Doch ein Witz. Komm, streifst du einen, bist du am Arsch. Von außen schon wieder einer. Sieh, wie schnell das geht. Ist das schlimm? Ich habe keinen Sichtkontakt. Hier muss jemand sein. Auf die Suche. Drohne, Bereich durchsuchen. Nichts in der Umgebung. Ich suche weiter. Offenbar war dieser widerliche Nerd diejenige, die dem Stadtteil die Hilfslieferungen entzogen hat, damit alle schön brav auf Albion hören. Heutzutage kann man mit einer Tabelle mehr Schaden anrichten als mit einer Drohnenflotte. Top. Fick dich! Oh, Glück gehabt. Ich hab's genau, ich hab gehofft, ich komm noch rein. Aber das ist ein Witz, du wirst so schnell entdeckt für das, was du in die Uniform anhast. Sorry Leute, aber das ist echt ein Witz. Also,
kaum bist du irgendwo in der Nähe von einem, dann halt er dich. Meine, also, sorry, Ubisoft, was soll das? Meine, übertreib's mal nicht. Das ganze Game ist relativ einfach, aber du wirst sofort entdeckt. Verstehe ich nicht. Eine Warnung, jetzt wo wir drin sind. Eine Störung reicht und Nigel Cass wird sein Treffen absagen. Lass dich nicht von deinen früheren Kollegen entdecken oder die Operation ist gelaufen. Toll. Ja, in diesem Stockwerk hat Nigel nichts Wichtiges. Hätte ich das gewusst, hätte ich umgestellt. Jetzt geht's natürlich nicht mehr, oder? Ja, genau. Du scheinst eine Menge über ihn zu wissen. Naja, ich war auch bei Albion, falls du das noch nicht gerafft hast. Cass und ich waren Freunde. Ich habe ihn bewundert. Er war unglaublich. Ein Technikgenie. Und ich stand total auf so Zeug. Tja, ich wollte sein wie er. Darum habe ich mitgemacht. Ernsthaft? Habe erst später rausgefunden, dass er ein scheiß Killer ist. Nein, Sackgasse. Falsch. Nein. Nein, wo muss ich denn hin? Wo geht's hoch? Meine Fresse. Geht das hier hoch? Ach, da. Nein, lass mich. Ah, ich bin fast entdeckt worden. Das darf doch nicht wahr sein. Hey. Das ist doch ein Witz. Und ich scheiß jetzt. Für diese Tür braucht man offensichtlich einen Sicherheitsausweis. Top. Nutz einen der Computer in der Nähe für deine Fälschung. Sei vorsichtig. Du willst nicht wissen, was Nigel mit Eindringlingen macht. Mr. Cass weiß, was er tut. Es wird dir schaden, seine Anweisungen zu hinterfragen. Ich hinterfrage seine Scheißanweisungen nicht. Okay? Ich wundere mich, warum wir nicht zu den Gangstern rausgeschickt werden. Vielleicht, weil er einen Plan hat. Eine Vision. Der Typ hat diese im Kopf und die du in einer Million Jahre träumst. Warst du mal da draußen? Es gibt Teile der Stadt, die müssen mal mit schweren Stiefeln bearbeitet werden. Verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Aber es gibt immer ein Element, das sich der Ordnung widersetzt, was? Ja, aber ich dachte, wir hätten uns darum schon vor langem gekümmert. Du meinst Dedzek? Ich habe Gerede auf der Straße gehört, dass sie wieder aktiv sind. Aber ich gebe nicht so viel darauf. Ich weiß nicht. Es rumort da draußen. Es wird etwas dauern, bis die Fälschung fertig ist. Zur Beschäftigung habe ich hier ein paar Bilder und eine Aufnahme aus der internen Untersuchung zum Tod von Cass Senior. Lass mal sehen. Internes psychologisches Gutachten. AS-001. Cass, Nigel. Mr. Cass hatte ein traumatisierendes Erlebnis, als er den Mord an seinem Vater Gareth Cass, CEO von Albion, mit ansehen musste. Schon bald nach dem, was er Ereignis nannte, entwickelte er entsprechende Symptome. Mr. Cass litt anfangs unter Schlaflosigkeit, Paranoia, Schuldgefühlen und Albträumen. Mit der Zeit konnte er seinen Zorn und die von ihm beschriebene Kraftlosigkeit in seine Arbeit kanalisieren, um Albion zu einem, Zitat, Mechanismus zur Früherkennung unberechenbarer Gewaltakte zu transformieren. Es ist eine Art Manie an der Schwelle zur Psychose. Ich habe Bedenken, ob Mr. Cass in der Lage ist, ein multinationales Sicherheitsunternehmen zu leiten. Doch ich kann zu diesem Zeitpunkt keine weitere Empfehlung treffen, als die, ihn weiter zu beobachten. Vor allem, da ich aufgefordert wurde, seinen Fall zu schließen. Oh wow, fast tut er mir leid, aber vielleicht hätte er lieber eine Therapie machen sollen, anstatt Sicherheitschef von London zu werden. Tja, Nigel stand eigentlich nie jemandem nah, außer seinem Dad. Und mir vielleicht. Er hat den Menschen nie wirklich vertraut. Also, der Pass ist bereit, aber mehr schlecht als recht. Wenn diese Widerstandsgeschichte nicht funktioniert, solltest du dein Geld nicht mit Dokumentenfälschung verdienen. Probieren wir es trotzdem. Nigel Cass wartet. Lauf doch endlich, meine Fresse. Es ist einfach schlecht gemacht, sorry.
Es ist schlecht gemacht. Du wirkst dich ja irgendwie durch die Stadt. Willkommen. Ich weiß es auch nicht, wie das sagen soll. Themis. Unsere neuen autonomen Drohnen. Geplant da reinzugehen, ein bisschen aufpassen. Diese Drohnen identifizieren, isolieren und terminieren Bedrohungen, bevor sie Schaden anrichten. Sie können überall hin. Sehen alles. Sie töten ein Ziel allein in einer Gasse oder in Menschenmassen. Mit perfekter Präzision. Themis-Drohnen können tun, womit Menschen immer Probleme hatten. Handeln. Unverzüglich und entschlossen. Ohne ihre Unterstützung könnte ich nicht hier stehen und ihnen sagen, nein, ihnen versprechen, dass mit dem Start von Projekt Themis London die erste Stadt der Welt sein wird, die wirklich sicher ist. Mr. Cass, ich hatte gehofft, Sie hätten uns hergeholt, um über die moralische Seite zu reden. Nein, schon okay. Der Commissioner macht sich Gedanken, so wie wir alle. Ich schätze seine Leidenschaft und Hingabe. Reden wir darüber. Nun, zum einen, Themis geht weit über Albions Mandat hinaus. Wir sollten die Regierung wirklich stärker einbeziehen. Verstehe, Start verschieben, um über die Details zu reden und sie einzuordnen. Die menschliche Seite wird außer Acht gelassen. Ich kann den Verteidigungsminister anrufen. Jetzt sofort. Wenn Sie drauf bestehen. Die menschliche Seite hat uns erst in diese Situation gebracht. Jetzt wird nicht mehr geredet, gezögert oder gerätselt. Bitte verstehen Sie. Ich lasse nicht zu, dass jemand, mich eingeschlossen, Themis sabotiert. Also, werden unsere Freunde bei Tidus bereit sein? Sie sind schließlich ein Stützpfeiler dieses Projekts. Müssen Sie noch irgendwelche Dritte konsultieren? Nein. Wir werden bereit sein. Und gerade zur rechten Zeit. Kriminelle beherrschen unsere Straßen. Illegale bedrohen unsere Familien und der Polizeikommissioner selbst wurde von Terroristen ermordet. Entschlossenheit ist schwer, aber das Beste ist, sobald die Entscheidung getroffen ist, muss keiner von ihnen mehr etwas tun. Achtung! Aufgrund eines Datendiebstahls wurde eine gebäudeweite Razzia angeordnet. Ich hatte dich wegen der Fälschung gewarnt. Deine Uniform wird helfen. Sie dürfen dich nur nicht zu genau ansehen. Wie komme ich hier raus, Bex? Die Katakomben. Ah, geht's da hinten? Nee, geht's auch nicht lang. Aber Herrgott, müssen diese Scheiße auskommen. Ist sie hier lang? Ich glaube. Hier ist der nächste. Ah, da ist noch wieder einer. Scheiße. Lauf! Mein Gott, lauf doch einfach. Ach, oh, fuck. Oh, da sind Parkgegner. Ah, oh, jetzt bin ich am Arsch. Scheiße! Ich bin am Arsch. Scheiße. Ich bin am Arsch. Nein! Ah, oh, ich hab's schon wieder geschafft. Ich hab's doch wieder geschafft. Das halbe ist. Doch, ich bin draußen. Ich hab's, glaube ich, geschafft. Ne, ich hab's noch nicht geschafft. Scheiße. Jetzt hast du Nigel in Aktion gesehen, was? Der Mann kann sehr überzeugend sein.
Wie es aussieht, will er Themis wohl so schnell wie möglich starten. Und nach dem, was er gesagt hat, ist das wohl keiner, der den Kopf wieder in den Sand steckt. Oh. Ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, ich sterbe, wenn ich da runterfalle. Aber in dem Fall nicht, hä? Das Scheibenkleister. Mann. Oh Mist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wieder runter. Warum bin ich nicht gestorben? Das ist mal auch noch, oder? Nee. Kann ich mal eine Waffe ziehen? Gott, oh Gott. Also, im Real Life hätte ich hier Schiss ohne Witz jetzt. Ohne Scheiß. Please, help me. Monster. Monsters. Ach Gott. Ist doch auch irgendwie, also die Mission ist irgendwie relativ schwer, weil du kaum da durchlatschen kannst, aber wenn wir rausgehen, tötest du ein paar und dann bist du draußen irgendwie, ich weiß es auch nicht. Aber das Spiel ist ja schon geil, aber irgendwie die Mission, keine Ahnung. Toll. Albions streng geheimes Projekt ist eine automatisierte Killermaschine. Und anscheinend ist Cass so gut wie fertig. Wir müssen ihm Themis aus den Händen nehmen. Ich bereite das Briefing vor. Bist du dabei, Hamish? Ich riskiere mein hübsches Gesicht nicht, schon vergessen? Aber schaltet mich dazu. Bagley, du und ich müssen noch Pläne schmieden.